mal das Publikum dir so angeguckt hast, was waren das für Leute? Ja, das waren eigentlich aus allen möglichen Jahrgängen jetzt also nicht jetzt die Fünft- und Sechstklässler, aber halt die, die jetzt Praktikum machen oder eine Ausbildung suchen, die sich hier halt informieren wollen, was wollen sie später machen und ja, wie würde der Berufsalltag ablaufen? Und eigentlich ziemlich viele, Hat ja. eigentlich diese Veranstaltung noch eine weitere Funktion, ein großes Treffen für Leute, die die Schule schon lange nicht mehr gesehen haben? Ja, und zwar gibt es seit einigen Jahren das ehemalige Treffen an sich unserer Schule nicht mehr. Und dann bietet natürlich die Börse eine große Möglichkeit, dass diese ehemaligen sich hier wieder treffen und sich in der Cafeteria auch mal zusammensetzen und sich dazu Kaffee und Kuchen austauschen. Die freuen sich auch. Und ich habe auch von vielen gehört, dass sie hier extra nochmal vorbeikommen, um die legendären Knusperstangen zu probieren, die es ja früher schon gab. Bestimmt ein Zyklus, und wenn man jetzt draußen hört, Mensch, wir brauchen jetzt unbedingt Ingenieure im Bereich Energietechnik, fangen jetzt nicht plötzlich alle an, Ingenieurwesen zu studieren. Denn wichtig ist letztendlich das, was ihr machen wollt, und dass, wenn ihr interessengeleitet an die Sache rangeht, Mir hat jetzt zum Beispiel damals ja mit Wertpapieren Aktien kaufen, Aktien beraten und so weiter, das hätte mir Spaß gemacht. Im Endeffekt mache ich jetzt was ganz anderes und habe eigentlich gemerkt, dass mit Wertpapieren ist eigentlich nicht so mein Ding. Da gibt es auch Gründe dafür, weil man eben einfach nicht so selbstständig entscheiden darf, sondern auch Betriebsvorgaben hat und ja. Das ist halt dann keine eigene Entscheidung mehr und deswegen habe ich den Wertpapierbereich jetzt rechts liegen lassen und bin eben einen ganz anderen Weg gegangen. Und ich habe dann innerhalb der Ausbildung gemerkt, ach, mir macht ja eigentlich Kundenberatung ganz viel Spaß. Mir macht ja eigentlich Spaß, hier was zu verkaufen Wir sind und in Leute einem Workshop hier, das ist der Kunden Workshop zu den Bewerbungen. Denken, Wir haben warum Dr. Mark sollte ich Förster, hierher er ist gehen, was kann ich Geschäftsführer hier einer privaten nachlassen, Hochschule in was kann Bremen. ich hier Und machen, Dr. Mark in Förster, welchem welche Geschäft Tipps haben Sie hier den, geben Sie arbeite den Schülern und ich, den wie fast Absolventen? Ja, guten Tag erstmal. Ich bin in der Tat Absolvent Also, hier von der KGS hallo. Leeste. Das war schon 86, und aus meiner mittlerweile einige Jahre umfassenden Berufserfahrung kann ich sagen, dass es für die jungen Leute hier ganz wichtig ist, auf jeden Fall relativ frühzeitig in die Praxis zu gehen. Im Grunde genommen zunächst einmal den Weg über eine Ausbildung zu suchen in die Praxis, in die Wirtschaft hinein, um dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt dann noch ein Studium draufzusatteln. Damit haben aus meiner Sicht der Dinge, haben die jungen Leute hier auf jeden Fall die besten Chancen oder die besseren Chancen, dann später auch die guten Jobs zu bekommen. Welchen Eindruck haben Sie denn von den Workshop-Teilnehmern hier? Sind die sehr interessiert? Aus meiner Sicht ja, es sind relativ viele jüngere Leute hier, und das ist eine gute Sache, dass die Leute sich schon in so jungen Jahren, 9. Klasse, 10. Klasse, 12. Klasse, schon bemühen, hier Informationen zu sammeln, um sich dann daraufhin entsprechend vernünftig entscheiden zu können. Was ist denn die wichtigste Botschaft an die Schüler? Ich habe im Grunde genommen drei Botschaften für die Schülerinnen und Schüler. Erste Botschaft ist, sich möglichst intensiv um Informationen zu bemühen. Zweite Botschaft ist, relativ schnell den Weg in die Praxis zu suchen. Dritte Botschaft ist, sich nach der Schule mutig zu entscheiden und die Sache auf jeden Fall interessengeleitet anzugehen. Vielen Dank. Gerne schön. Ja, du gehst in die 9. Klasse Gymnasium. Was hast du hier bei diesem Workshop gelernt? Was nimmst du mit für dich nach Hause? Dass es nicht unbedingt wichtig ist, halt gleich ein Studium zu machen nach der Schule, sondern dass man auch halt viel durch Praktikum und halt auch Ausbildung und so noch viel lernen kann, so für das, was man später mal machen möchte. Und dass es nicht unbedingt das, was man halt später, also was man sich jetzt vorstellt, was man machen möchte, dass man das auch unbedingt machen muss, sondern dass da noch viele Möglichkeiten gibt, was man doch noch so machen kann. Wie findest du denn grundsätzlich, dass ehemalige aus der Schule herkommen und als Referenten zur Verfügung stehen? Das finde ich eigentlich relativ gut, weil man so ja eigentlich auch keine Möglichkeit hat, sich das sonst irgendwo anzugucken oder dass man im Internet kann man zwar gucken, aber das ist auch schwer, da sowas zu finden. Und wenn man Leute fragen kann, die da schon Erfahrungen gesammelt haben, finde ich das besser. Also, Wir haben hier können wir das Merle machen. und Sarah, die gehen in die 9. Klasse. Ihr wart jetzt auch in diesem Workshop mit Dr. Mark Förster und Anja Kappler. Wie war es denn so? Also ich fand es eigentlich interessant, weil man hat ja sonst nicht so die Möglichkeit, also mit anderen Leuten mal zu sprechen, was die so denken, was die so durchgemacht haben und was am besten eigentlich für einen ist. Und die geben einem halt viele Tipps, wie man
seinen Weg so geht am besten. Was nimmst du mit nach Hause? Ja, ich finde das gut, dass sie halt einem erzählt haben, wie das so ist, worauf die Arbeitgeber achten und dass man halt auch erst viel Praxiserfahrung sammeln soll und dann mit dem Studium. Also Praxis, dass das wichtig ist. Hast du denn auch schon E-Mail-Adressen abgegriffen, dass du auch mal Kontakt hältst zu ehemaligen? Ja, also jetzt zu ehemaligen noch nicht, aber zu verschiedenen Betrieben habe ich schon E-Mail-Adressen, auch Praktikumsplätze gesammelt. Bist du denn nächstes Jahr auch wieder dabei bei der nächsten ehemaligen Börse oder? Ja, ich denke schon. Ja? Ja. Nimmst du noch ein paar Freundinnen mit? Ja, wenn die alle wieder mitkommen, dann ja. Marie-Therese Sagemann ist Schulsprecherin an der KGS Leeste. Marie-Therese, du gehst jetzt in die 10. Klasse, bist in der Realschule. Was hat dir diese Veranstaltung für dich persönlich gebracht? Jetzt hier die ehemaligen Börse ist für mich eigentlich sehr informativ allgemein, weil ich auch jetzt die 10. Klasse wiederhole, um aufs Gymnasium zu gehen, weil ich auf jeden Fall mein Abitur machen möchte und ich auch schon konkrete Vorstellungen habe, was ich später machen würde. Und durch die ehemaligen Börse jetzt verfestigt sich mein Wunsch jetzt auch, in welche Richtung ich gehe. Mache ich ein Dualstudium, mache ich doch nur eine Ausbildung oder doch das Studieren? Und von daher finde ich das sehr hilfreich, auch hier auf anderen Bereichen reinzugucken, weil vielleicht finde ich da ja andere Stärken von mir auch und werde einen anderen Weg einschlagen. Anja Kappel hat etwas gesagt zu Bewerbungstipps zur Ausbildung. Was nimmst du mit nach Hause? Naja gut, ich überlege, also ich habe ja auch noch Zeit dazu, um zu überlegen, ob ich jetzt Ausbildung mache oder Studium und von daher speichere ich es mir erstmal und greife dann darauf wieder in 3 Jahren zurück. Dr. Marc Förster ist ja Geschäftsführer einer Hochschule, einer privaten Hochschule in Bremen, hat natürlich auch viele Tipps. Ist das gut, jetzt schon mal so ehemalige zu kennen, die den Weg schon ein bisschen weitergegangen sind, um einfach noch mehr Tipps zu bekommen und auch Connections? Doch, ich denke auch auf jeden Fall, es ist auch interessant, deren Werdegänge zu erkundigen und auch Informationen mitzunehmen und auch für späteren Sachen vielleicht auch andere Berufe in Erwägung zu ziehen und auch andere Hochschulen oder Studiengänge halt sich anzugucken. Und von daher finde ich das auch schon sehr gut, dass er heute hier ist und Informationen dazu geben kann. Im nächsten Jahr, 2010, gibt es ja 2 komplette Abi-Jahrgänge. Dann gibt es auch Leute, die in der Realschule und in der Hauptschule abgehen. Das möglicherweise haben ja da einige Schüler Schwierigkeiten. Glaubst du, dass die eigentlich noch verstärkt auf so einer Börse Informationen einholen müsste? Doch, ich denke auf jeden Fall, weil es gibt ja immer noch speziell gelegte Schwerpunkte, wo halt mehr die Mehrheit der Schüler halt hinzieht. Und ich denke, gerade durch so eine Börse entdeckt man neue Stärken von sich, neue Interessen lernt man kennen und allgemein die große Vielfalt an Berufen, die es halt da draußen gibt. Und da gerade so viele Schüler halt den Abschluss machen und so viele auf bestimmte Wege hin sich hinausarbeiten, denke ich, es ist gerade wichtig, bei so einer ehemaligen Börse zu gucken, was gibt es noch, wo kann ich mich noch bewerben, um nicht durch die Masse niedergeschlagen zu werden, um vielleicht dann doch später meinen Wunschberuf zu bekommen. Marie-Therese, du bist natürlich im Ehrenamt sehr gefordert, das ehrt dich auch und das wird sicherlich auch ein Arbeitgeber sehr positiv bemerken später. Einige Leute sind aber gar nicht hier, die vielleicht die Informationen abgreifen müssten. Wie müsste man denn für das nächste Jahr mehr Werbung machen oder wie kann man die Leute erreichen, die jetzt nicht da sind? Also ich meine für das Ehrenamt jetzt? Ja, für das Ehrenamt oder auch hier für diese Börse, die jetzt, die nächstes Jahr sicherlich nochmal stattfinden wird. Ich denke eigentlich auch, dass sich das alles gut durch Mundpropaganda einfach fortführt. Und ich denke, durch ein paar mehr Plakate auch wird die ehemaligen Börse größer und breiter getreten, denke ich. Da ich jetzt finde, dass die kleinen Plakate nicht wirklich viel gebracht haben. Ich habe das auch nur von einer Freundin gehört, dass jetzt ehemaligen Börse ist. Und ich denke doch, also wenn man das wirklich auch groß ankündigt, hey, ehemaligen Börse und das ist gut und geht dann mal wirklich hin und dass man die Leute auch nochmal wirklich drauf anspricht, auch in die Klassen nochmal geht, das finde ich dann auch gut. Und dass man Leute dazu bewegt und denen auch sagt, dass später im Beruf ehrenamtliche Sachen gut ankommen. Finde ich, könnte man denen auch nochmal sagen, dass man speziell vielleicht auch nochmal einen Workshop eröffnet und sagt, was ist gut für den späteren Beruf und was könnte man sich alles machen, wo kann man sich engagieren, was kann man alles tun, um als Ehrenamt sozusagen gesehen zu werden.